Hey Freunde, was geht Momo hier? Willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute gibt es mal endlich eine Roomtour und ich wurde schon, seitdem ich den Kanal eigentlich habe, immer mal wieder vereinzelt gefragt, ey Momo, willst nicht mal eine Roomtour machen? War nie wirklich so mein Ding, weil ich bin nicht so wirklich happy mit diesem Raum und ich fand ihn jetzt auch nicht so besonders, aber da wird sich in Zukunft auf jeden Fall was tun, ein kleiner Hint und das ist ja auch eine gute Gelegenheit, wenn es jetzt so Umbrüche gibt, quasi so ein Vorher, Nachher auch für mich zu haben und deswegen zeige ich euch mal hier meinen Raum, aus dem ich jetzt die letzten anderthalb Jahre YouTube-Videos gemacht habe. Vorher war das einfach so ein Arbeitsraum für meine gewerblichen Sachen auch, aber das ist jetzt quasi mein Room und viel Spaß damit, ich führe euch einfach so durch den Raum. Das ist jetzt das Setup, was ich habe. Da saß ich gerade und habe das Ganze für euch aufgenommen. Und wir gehen einfach mal im Uhrzeigersinn durch. Hier habe ich so einen Manfrotto-Ständer, den ich nutze, um hier quasi einfach mal die Kamera zu halten, damit ich hier auch von einer angemessenen Höhe filmen kann. Der Ständer von Manfrotto hat auch so einen Kugelkopf, so einen Videokopf und der ist auch super praktisch. Ich filme ja auch ab und zu Hochzeiten, da ist es echt praktisch, so einen Ständer zu haben. Der steht auch alleine, also nicht so ein Stativ mit drei Beinen. Das ist in manchen Situationen ein bisschen umständlich. Dahinter habe ich jetzt hier einmal mein Licht und das ist der Godox SL60W. Ist ein super cooles Licht, also bringt einen guten Output und ist vom Preis auch sehr entspannt. Man braucht da echt nicht viel Geld auszugeben für super Licht und ich habe eigentlich auch wie nennt man das? Ihr seht, was das hier macht. Es macht das Licht ein bisschen weicher, dass es nicht so harte Schatten gibt. Und habe hier unten dann auch noch ein zweites Stativ, an dem ich dann das Ganze hier befestigt habe. Und ja, hinten geht es zu meinem Balkon. Hier drehe ich mich einmal um. Hier haben wir dann einmal den Zion Crane. Das ist ein Gimbal, den ich auch für Jobs manchmal nutze. Den BenQ Beamer, den habe ich ja hier zugeschickt bekommen. Da habt ihr das Video letztens schon gesehen. Das verlinke ich euch hier oben einmal. Und da ist die Tür. Hier geht es raus in die Wohnung. Das ist ein Plakat von meiner Freundin. Die ist echt eine begabte Illustratorin. Und ich finde das echt cool. Das hängt hier. Und ich muss die auch mal dazu kriegen, dass sie mal ein bisschen so einen Online-Shop macht, dass man das auch an den Mann bringen kann. Hier dann einmal auf der linken Seite des Raums haben wir hier so IKEA Billy-Regale oder wie die heißen. Sieht nicht ganz ordentlich aus, ne? Aber ist halt nicht immer ganz ordentlich hier auch. Hier oben drüber habe ich dann den Epson-Drucker. Darüber gab es vor Monaten mal ein Video hier und ist ein guter Drucker. Ich habe jetzt die erste Ladung nach einem Jahr gewechselt und da hatte ich erstmal Probleme, dass das ganze Drittanbieter-Patron nicht erkannt hat. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Sicherheitsmechanismus, war aber irgendwie vielleicht auch ein Softwareproblem, weil nach dem Update ging es dann irgendwie und ja, ich finde es ganz gut. Ein kleines Spardöschen, ich bin kein Fan von Kleingeld in der Tasche, am Ende des Tages schmeiße ich es immer in die Dose hier und manchmal hole ich mir dann was vom Bäcker davon. Hier oben haben wir dann ein paar Objektive von mir. Ich habe hier das Objektiv von der YM1 behalten, dieses 42,5 mm Objektiv. Das ist echt super, um Fotos zu machen. Und die YM1, die hat es bei mir leider nicht mehr gebracht, die habe ich wieder verkauft. Da fand ich den Nutzen nicht so optimal und wollte mir mit dem Geld dann lieber eine andere Sache holen. Habe mir nämlich da auch das Objektiv mit subventioniert. Das ist das Tokina 16-20 mm mit einem Wiltrox-Adapter. Das nutze ich hier mit meiner GH5 und ist halt Ultraweitwinkel. Ist echt cool. Daneben das Sigma 18-35. Das war
lange Zeit mein einziges Objektiv, mit dem ich viel gearbeitet habe. Und das ist halt ein super Objektiv, ne? Das Sigma 1835, das kennt, glaube ich, fast jeder. Das ist eine Hausnummer im Filmmacherbereich und kann ganz gute Ergebnisse erzielen. Ich filme jetzt mit was anderem, das müsstet ihr jetzt merken. Also ich habe jetzt auch bei dem Panasonic Objektiv zugegriffen. Also das Panasonic 12-35 mm ist das, was ich jetzt auch hier nutze und bin auch bis jetzt zufrieden, weil der Autofokus für YouTube ist mir dann doch ein bisschen wichtiger. Bevor ich irgendwie eine neue Kamera mir hole, habe ich mir gedacht, nehme ich dann einfach Panasonic eigenes Glas und macht das dann so. Hier auf der rechten Seite haben wir hinten einmal die Yeelight. Ich versuche die mal anzumachen, ist das doch auch dann ganz cool. Die ist hier immer an abends, das ist so mein Hauptlicht. Ich mache nicht ganz gerne hier dieses Licht oben an, das Yeelight, das Deckenlicht. Da finde ich die Atmosphäre schon cooler, wenn die Schreibtischlampe hier von Yeelight an ist. Hier dann noch auch ab und zu ein paar Dinge, die ich noch reviewen muss und über die ich noch Videos machen müsste. Hier zum Beispiel auch so Funkklingeln werden hier nicht den Einsatz finden. Da gibt es ein anderes Projekt, da solltet ihr demnächst auch was erfahren drüber. Hier doch das Licht von Noose. Darüber werde ich, glaube ich, nicht wirklich ein Video machen. Also das Unboxing, das hatte ich ja gemacht, aber die sind nicht ganz überzeugend und da will ich eigentlich keine Zeit mit so, was heißt vergeuden, aber investieren. Aber sollte ich eigentlich auch machen, um euch davor vielleicht auch abzuhalten, die Dinger zu kaufen, ist jetzt keine Kaufempfehlung von mir. Hier in den Fächern habe ich dann so blankes Chaos, sage ich mal. Vieles, was ich halt brauche für Filmsachen, also meine Cages, Gaffer-Tape, hier eine Maus auch noch, hier Powerbank, Akkus und der Übersetzer ist hier auch noch. Habe ich hier zwischengeparkt, hier auf der linken Seite dann auch einiges. Ja, ihr seht. Das wäre vielleicht noch interessant, das sind so ein paar Kartons. Da sieht der ein oder andere vielleicht auch Dinge, die ich hier schon auf dem Kanal vorgestellt habe. Das sind die Verpackungen, falls ich das Ganze dann irgendwie weitergebe, dass ich da die Verpackung auch habe, die Originalverpackung. Die sind hier dann zwischengeparkt und ja, das ist so quasi das Regal, in dem so ein paar Dinge stehen. Hier auch ein paar Filmsachen, so Audiokrams, dann unten Bücher. Hier ganz unten noch ein alter iMac. Den müsste ich mal gucken, inwiefern ich den in Zukunft weiterverwenden kann oder ob ich ihn verkaufe. Und hier so ein kleiner Caddy nenne ich den mal. Den kann man so rausfahren von IKEA. Und da habe ich auch so ein paar Dinge drin. Und nutze es auch ganz gerne mal, um einfach mal so ein paar Dinge zu lagern. Hier sind auch ein paar Haribos noch drin, manchmal snack ich dazwischen. Und wir kommen mal zum Highlight des Raumes, also die Roomtour, das interessiert euch, glaube ich, am ehesten. Mein Arbeitstisch, also mein Schreibtisch, und das kann ich hier auch ein bisschen schöner machen. So. So, das Kabelmanagement unten, das müsst ihr mal wegdenken und nicht sehen. So sieht es dann aus. Ach was, so ist es einfach. Das ist jetzt mein Arbeitsplatz und Hauptstar des Ganzen, besser gesagt, ist hier einmal der iMac, 5K-iMac von 2018 ist der, glaube ich. Ja, den habe ich mir damals nochmal gegönnt, um quasi meinen alten iMac in Rente zu schicken. Ich hatte davor noch einen und ja, ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich weiterhin beim iMac bleibe. Ich denke aber eher, dass ich auf ein MacBook umsteige und dann auch mobil viel mehr arbeiten kann, weil ich bin auch jetzt ne demnächst immer mehr unterwegs und so ein iMac nimmt man nicht so einfach in der Tasche mit. Ja, hier unten an den iMac angeschlossen einmal Festplatten. Das braucht man als Filmemacher ganz viel. Und das Ding ist echt klasse. Also das ist der Loop Deck Plus. Ich arbeite auf Final Cut. Das Ganze funktioniert aber auch, glaube ich, auch mit Premiere. Und könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Schaltzentrale zum Schnitt. Also man kann hier so viel einstellen mit. Dieses Rädchen ist zum Beispiel dann da, um Frame by Frame nach vorne zu ziehen. Ich habe hier
unterschiedliche Räder eingestellt, um zum Beispiel Bilder zu neigen, zu zoomen, LUTs anzuwenden und alles Mögliche. Und ja, das ist echt cool. Ich bin richtiger Fan von dem Loop Deck, aber es gibt natürlich auch ein paar Probleme damit. Also die Software ist ein bisschen buggy und ja, da muss man sich mit anfreunden. Aber so bin ich echt happy. Wie meine Tastatur von Apple und mein zweiter Monitor, der ist von IAMA. So heißen die, genau, IAMA, 27 Zoll, 4K. Und das war eine Empfehlung von einem Freund und ich bin echt mega happy. Also es ist ein super Gerät, es ist cool, mit zwei Monitoren zu arbeiten. Ich finde es jetzt nicht die schickste Lösung. Wäre cool, wenn das ein großer Monitor wäre, so ein Ultra-Wide, aber für die jetzige Zeit reicht es vollkommen aus und ich bin echt happy damit so. Und ja, so farbecht ist der nicht. Ich habe versucht, das Ganze so ähnlich zu kalibrieren, wie ich so mit dem Auge konnte und mache so farbgetreue Sachen eher mit dem iMac und das ist einfach nur, um eine größere Sicht zu haben, um größere Arbeitsfläche zu haben, Apps in größer darstellen zu können. Ja. Die Tastatur hatte ich schon gesagt, mit so einem Layout-Overlay für Final Cut. Und die Maus, das ist die Logitech MX Masters 2S. Und ja, die bietet viele Funktionen. Kann ich echt nur empfehlen für Leute, die viel auch an Computern arbeiten, hat eine super Ergonomie und viele Special-Funktionen, die man zum Schneiden, aber vielleicht auch zum Programmieren nutzen könnte. So, hier hinten dann noch Mülleimer und mein Overhead-System. Ich versuche euch das so alles ein bisschen zu zeigen. Da oben montiere ich dann einfach meine Kamera dran. Hier unten werden dann diese Overhead-Shots gemacht. Wenn ich dann über Produkte rede, indem ich sie unboxe. Und ja, das ist echt cool. Da zeige ich euch mal so einen kleinen Trick. Ihr dachtet bestimmt, ich habe das irgendwie in der Küche gemacht, aber nein, das ist einfach eine Sperrholzplatte, die ich vom Bauhaus habe und die ich dann mit so einer Vinyl-Klebefolie überzogen habe in Betonoptik. Sieht ganz cool aus. Auf der Rückseite auch Marmor. Ich habe hier auch noch eine zweite Platte, auch mit Marmor. Und ja, das ist echt cool. Ich finde das eine clevere Lösung, um halt einen besonderen Look bei den Videos zu haben. Und ja, bin da echt happy mit. Die Ständer hier, diese C-Stands nennt man das, sind auch für Filmaktionen ganz wichtig. Die baue ich dann auch manchmal ab, um die auf irgendwelchen Auftragsarbeiten zu nutzen. Und ja. Hier dann auch noch so ein kleiner Monitor. Wenn die Kamera oben auf dem Stand montiert ist, hier oben, ist es manchmal schwer, das Bild zu erkennen. Und dann kann ich hier mit diesem ganzen Ding hier das Ganze auch ein bisschen neigen und nutzen, wie ich lustig bin. Ne? Das ist echt praktisch. Den Andy Cine, den hatte ich schon lange genutzt. Ich bin jetzt aber eher Fan von Bestview, mit dem filme ich gerade auch. Der hat auch ein super kompaktes Design und den hatte ich hier auch schon einmal vorgestellt. Auf der Fensterbank habe ich dann hier ja, einfach Ablagefläche. Hier hinten so ein Instashot, so eine Polaroid Landkamera, mit der kann man dann so Instant-Bilder machen. Hier die Lautsprecher von Mi, davon bin ich immer noch sehr überzeugt. Also falls ihr Bluetooth-Lautsprecher sucht, die sind echt kompakt und sehr gut vom Sound. Hier unten so ein Batteriegriff für meine GA5 und meine Ladestation. Da hinten habe ich jetzt hier noch so ein IMU-Sicherheitskamera. Die wird auch in Zukunft in Einsatz kommen, da dürft ihr auch gespannt sein. Und ja, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. So, das soll es dann auch irgendwie von dieser kleinen Roomtour gewesen sein. Und ja, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ich habe dich so ein bisschen rumgeführt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr glaubt doch wohl selbst nicht, dass es hier immer so ordentlich und sauber aussieht. Und ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie es auch sonst hier aussehen kann, wenn ich mal nicht in der Laune bin, aufzuräumen und viel los ist. Deswegen mal hier die Real Roomtour. Also, hier sieht es dann so aus. Mein Arbeitsplatz sieht dann auch nicht ganz so clean aus. Und ja,
Das Overhead-System ist dann hier auch die Ablagefläche. Ablagefläche. Auf der Seite habe ich dann einfach auch einfach ein paar Sachen liegen. Und ja, das ist dann quasi ein echter Einblick in mein alltägliches Leben. Und ja, sieht nicht immer so schlimm aus, aber so kann es auch aussehen. Also daher, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao.